Hallihallo, herzlich willkommen in der wunderschönen neuen Folge zu Prüssen Architekt. Ja, heute machen wir mal ein bisschen länger und ich sagte am Anfang schon mal, für alle, die hier reinschauen, ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Kommt gut rein und ja, genießt das Silvestertag und feiert einmal schön. Genau. Hat einfach schön und wir gucken jetzt mal hier. Ich mal 6. So. Genau, so. Ein bisschen größer gemacht den Eingang. So. So. Objekte. So. Benötigt Eingang. Oh, alles klar. No, 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 no. So. Alles klar. Da haben wir dann auch die Büros und Fische Lungen. So. Gut. Hier haben wir Hundezwinger. Baum demontieren und den auch. So. Da haben wir das erstmal. So, dann habe ich eine neue Mod. Ein
Nämlich hier unten. In Snitch Sorter. Was mal hier den Prison Information, genau. So. Weil das dann hier für gelb. Einsatz gelb, rot. Da. So. Planung. Das sind 8 mal 15, ja. Mal 10 mal 15, das geht schon. Das sind 71 mal 13. Gut. Mal 1, 2. 1, 2. 13. Siebzig. Müsste eigentlich hinkriegen, ja. Stop. Hier Beton. Müsste ja rein theoretisch ganz gut hinkommen. Wenn das so hinkommt, so, und hier auch. So. Nam, nam, nam. Dieser fast identische Aufbau. So. Wo war denn das? Und hier. So, Gebäude ausräumen. So.
alles klar. So. Alles Müll. So viel Müll. Gut. Einfach so. Gut, Planung, das ist dann. Zweiundzwanzig mal 18. Müsste eigentlich hinhauen. So. Und das war nach oben, genau. Genau, das war nach oben. Alles klar, alles zum Abfall. Ah, das kann man nicht klonen. Da kann ich das kleine Ding ja klonen. Abhörgerät, das wollte ich nicht. Diese Zelle hat keinen Kantinenzugang. Ja. Die kriegt hier noch ihren Kantinenzugang. Zumindest. Die kriegt noch ihren Kantinenzugang. So, eine Wäscherei, eine Rüstkammer. Oder Besucherzimmer. Alles klar.
Erste Lampe. Zweite Lampe. Dritte Lampe. Vierte Lampe. So, da haben wir das auch erstmal. Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Da haben wir die Übergangszelle, da haben wir die Zellen. Weil, wie gesagt, eine Kantine fehlt noch bei denen, aber ich will gleich hier den nächsten Raum machen. Dreizehnmal 71. Das heißt hier ein Doppelter. Machen wir es einfach so, oder? Zwölf, 13. So, alles klar. So, mal gucken. Auf dieser Höhe. Wow. So. Und da haben wir das auch. Keine Lampen gebaut, weil das wird pro Zelle eine Lampe. Die müssen wir demontieren. Klonen wir hier das kleine Teil hier. So. Klonen wir das hier. Und wir klonen das hier nochmal. Weil es halt geht, gell?
zu. So, zack. Da haben wir das auch. Da haben wir dann auch erstmal die rote, die roten Zellen so ganz so weit so gut wie möglich angefangen. Guck, da machen wir dann das hier so. Raum. Isolationszellen. Isolationszellen, alles klar. Und da haben wir dann wieder ein paar Kantinen. Und die hohe Sicherheitsverwahrung. Haben wir dann wieder 13 Stück. Ich würde dann sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge zu Prison Architect. Wie es weitergeht, das werden wir dann sehen. Wir werden dann auch 24.000 noch ausgeben dafür. Wir werden aber niemals so viel Platz haben. Wir werden hier hinten das Ding noch zukaufen müssen. Für 80.000. Aber wir warten ja noch auf die Subvention. Also von daher, wir gucken mal. Zellblock C. Zwei Hundeführer. Wo sind denn die Hundeführer? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
So. Alles klar. Eine Einigung, noch ein Hund. Genau, Wachpatrouillen. Bewaffnete, die brauchen auf jeden Fall ja bewaffnete Wachen. Machen wir dann einmal hier. Mal hier. Wachpatrouillen. Aber dann auch erstmal alles weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Diesmal jetzt wirklich. Und ich sage dann fürs Achte. Tschüss. Ciao. Und auf Wiedersehen. Bye bye. Und wir haben ja auch bald die 100 Zellen. Und wie gesagt, ein frohes neues Jahr. Und kommt gut in das neue Jahr rein. Und ja. Tschüss.